Mein Name ist Sarah Brigada und ich bin ein Vocal Coach. Wenn du dich interessierst für Videos rund um die Themen Stimme und Gesang, dann abonniere doch diesen Kanal. Ich habe schon einige The Voice Auditions angeguckt und jetzt habe ich gesehen, dass hier Die Jenny einen Song macht von Udo Jürgens und das interessiert mich sehr, weil ich das immer spannend finde, wenn man auch so ein bisschen ältere Songs wieder aufleben lässt und da möchte ich sehr gerne reinhören und gucken, wie sie das macht. Wenn ein Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Einsamkeit. Schön, dass sie so anfangen, ein bisschen, also ja, es ist so ein quasi Rubato. Also was ist denn Rubato? Wenn das Time fehlt, wenn man kein klares Tempo hat, das sich durchzieht. Jetzt in dem Sinne quasi, weil es ist nicht völlig frei. Man spürt so ganz minimal einen Puls drunter. Aber es ist schön, dass es so viel Platz, dass es so viel Platz hat für ihre Stimme. Und ich finde, sie hat eine bezaubernde Stimme. Eine junge Stimme ist auch schön. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch so ein bisschen in, dass auch gerade irgendwie junge Sängerinnen und Sänger versuchen, älter zu klingen, als sie sind. Und das höre ich hier nicht, sondern man hört einfach, es ist eine junge Frau und ich finde, es ist total schön und es hat eben genau auch ihren Charme. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Mein Hund ist hier unten und sie ist wieder mal super laut. Ich glaube, man hört es jeweils nicht so in den Videos, aber einfach, wenn ihr euch wundert über die Geräusche, das ist mein Hund. Wenn ein Blatt, irgendein Blatt vom Baume fällt, weil der Herbstwind es so bestimmt. Wenn das Schicksal uns etwas nimmt, vertrau der Zeit. Oh, ich finde schön, dass es dynamisch so hoch geht, dass sie auch schon mehr zeigt und dass immer noch relativ wenig kommt von der Band. Das ist eine super Idee für einen Aufbau. Denn immer wieder geht die Sonne auf. Denn Dunkelheit für immer gibt es nicht. Die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Das ist so ein schöner Song. Es ist lustig. Ich habe gerade, das ist eigentlich interessant, weil gerade erst dieses Jahr habe ich mich überhaupt mal erst befasst mit Liedern von Udo Jürgens. Und das ist eigentlich, war ein lustiger Zufall. Ich hatte ein Konzert mit meiner Band. Und ich bin jeweils bei Konzerten, bin ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin einfach in meiner Zone. Ich kriege auch nicht so viel mit rundherum. Aber mein Pianist ist da super, der ist überhaupt nicht so. Und dann hat er gesagt bei so einer Ansprache, hey, es ist doch mega schön, wir haben mehrere bekannte Musiker im Publikum. Unter anderem war das der langjährige Orchesterleiter und, glaube ich, auch Arrangeur von Udo Jürgens. Und Claude, das heißt mein Pianist, hat dann eben auch ein bisschen erzählt, mir später auch ein bisschen so erzählt, was der alles geleistet hat. Und in dem Zusammenhang habe ich dann überhaupt mal angefangen, Udo Jürgens Lieder auszuchecken und habe so viele schöne Perlen gefunden. Also das ist wirklich was, weil ich würde sagen, sonst so diese Richtung von Musik höre ich eigentlich nicht. Aber der hat einfach wunderbare Texte, so auch wie der. Ich finde es einfach ein mega schöner Chorus. Und spannend finde ich aber Folgendes. Und so schließt sich auch wieder der Bogen zu Jenny. Die Lieder sind total, die können ziemlich zeitlos sein eigentlich. Die kann man, wenn man die umarrangiert, können die total auch heutige Lieder sein. Aber dann gibt es dieses Element bei Udo, dieses Vibrato, das irgendwie das so ein bisschen einen Zeitstempel aufdrückt. Also dieses Merci, merci, merci für die Stunden, Cherie. Dieses bisschen sehr expressive, eher ja, starke Vibrato, das irgendwie das drückt einen gewissen Timestamp drauf. Und das finde ich aber total spannend, dass die Jenny hat auch ein Vibrato, aber so wie sie es wählt, wirkt es irgendwie moderner. Und
ja, es ist total spannend, so diesen Song zu hören, der irgendwie zeitlos ist, mit einer jungen Stimme, die den Song auch ganz anders interpretiert. Ich mag sehr ihre Interpretation. Gibt es nicht, hör ich ein Lied, irgendein Lied, das wir gekannt, denk ich noch immer, wie schön es war. Ich glaub an morgen, denn irgendwann stehst du vor mir. Ich war mir nicht so sicher, ob weil sie so explosiv atmet, ob es sein kann, dass die Luft ein wenig knapp ist, aber jetzt hat sie gerade bewiesen mit dieser schönen langen Note, dass sie da die wunderbare Kontrolle über die Luft hat. Das war auch eine sehr schöne Änderung. Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf. Und wieder bringt ein Tag für uns ein Licht. Das finde ich bemerkenswert, dass sie dem Song so einen eigenen Stempel aufdrückt mit so einer, also was ist das, Scatting Light, also Scat sagt man, wenn man so wortlos improvisiert, vor allem im Jazz. Und dann einfach hier nochmal kurz eine kleine Impro mit da reinzunehmen, das finde ich total cool. Das ist sehr süß und sehr eigen, so wie sie es macht. Ja, es gibt so ein, zwei Momente, wo ich denke, da ist es nicht, sagen wir, bombenfest sicher, aber ich mag das, weil sie ist mutig. Sie ist jung, sie ist auf dieser Bühne, sie hat quasi diese eine Chance, diese Blind Audition, und trotzdem ist sie mutig und riskiert was. Und das schätze ich so sehr. Das finde ich mega schön, weil das gibt mir als Sarah, mir als Zuhörer das Gefühl, die ist im Moment. Und das finde ich sehr schön. Denn Dunkelheit für immer gibt es nicht, die gibt es nicht, die gibt es nicht. Ja, also so, eigentlich wollte ich ein anderes Wort sagen, aber eigentlich am liebsten möchte ich sagen, so süß. Es ist wirklich eine ganz süße Performance. Ich mochte das sehr, auch dass sie den Song ausgewählt hat und aber trotzdem irgendwie so in der jugendlichen Art geblieben ist, aber Impro reingebaut hat. Ich fand das nice vom Aufbau, zuerst ein bisschen mit diesem quasi Rubato und danach hat sie Begleitung auf diesen Vierteln und dass sich das dann dynamisch so aufbaut. Super schön, super schön. Ja, und auch immer wieder schön, wenn Menschen ihre Muttersprache singen, dachte ich auch gerade. Ich finde auch, es gibt so viele schöne deutsche Songs. Man muss auch nicht immer Englisch singen. Genau. Hey, wenn dir das Video gefallen hat und du gerne mehr solcher Videos sehen möchtest, dann lass mir gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.